Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr stolz, dass sich unser nächster Gast in diese bescheidene Fernsehhütte herablässt. Sie hätte es wirklich nicht nötig. Es ist so toll, dass sie kommt. Sie hat beim letzten Konzert in Bad Gastein, glaube ich, von der Bühne runter gesagt, sie ist so gerne in Österreich, weil sie die Österreicher so gern hat. Oh. Ich kann das nur zurückgeben. Leider bin ich Deutscher. Ich habe sie auch sehr gern. Hier ist die atemberaubende Helene Fischer. Helene Fischer. Liebe Helene. Das ist ja wirklich nett, dass du uns wieder besuchst. Na klar. Es stand in der Zeitung, du gibst relativ wenig Interviews und das hat uns sehr gewundert, dass du zu Willkommen in Österreich kommst. Ist es wirklich so, dass der Zauber der Österreicher, das Kompliment geht ja dann an mich, so groß ist, dass du dem nicht widerstehen kannst? Definitiv. Ja. Naja, was soll ich dazu noch sagen? Ja. Nein, ich bin sehr, sehr gern bei euch, wirklich. Ja, wir haben dich auch wahnsinnig gut in Erinnerung. Ich euch auch. Und wir werden dich auch morgen in noch bessere Erinnerung natürlich haben. Das war das erste Mal, glaube ich, seit wir Willkommen in Österreich machen, glaube ich, vielleicht bei deinem letzten Besuch war es auch so, dass die Leute aufstehen sogar, um zu applaudieren. Du bist wie die Queen. Danke. Für die Leute. Also du bist so eine, gehst du noch aufs Klo und sowas, wie wir normalen Menschen? Nee, weil das geht bei mir, das transpiriert einfach über die Haut. Natürlich gehe ich nicht auf Toilette, nein. Nein. Nein, das geht, da andere Wege. Liebe. Wow. Liebe Helene, es hat sich ja privat einiges getan. Du bist jetzt Mutter einer Tochter. Hat sich dadurch die Arbeit verändert? Weil du stehst vor 70 Konzerten im Jahr 2023. Ja. Hast du ja vorher, ich strahle aber auch schon wie so ein Honigkuchen. Waren die 70 Konzerte schon vor der Geburt ausgemacht und du denkst dir jetzt, es sind zu viel? Oder hat deine Tochter die ausgemacht, weil sie möchte auch mal Ruhe haben vor dir? Ja, das werden wir dann sehen, genau. Tatsächlich haben wir schon relativ lange das Ganze geplant, also schon jetzt über 2 Jahre jetzt mittlerweile her. Und ich konnte es mir irgendwie nur vorstellen. Natürlich haben mich junge Mütter gewarnt, haben gesagt, bist du denn wahnsinnig, das hier dir vorzunehmen? Jetzt rückt das Ganze näher und jetzt merke ich auch allmählich, hupala. Also das wird natürlich eine Aufgabe, der ich mich gewachsen fühle, aber es ist natürlich jetzt ein komplett neuer Lebensabschnitt. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass du in München warst, auch im Eissalon. Kann Helene Fischer wirklich mit ihrer Tochter in den Eissalon gehen? Wie der Mattle, der kann das auch, ganz normal. Wie ein normaler. Aber, ich meine, ich stelle mir das unerträglich vor, da kommen doch dann die Massen auf dich zu. Und reißen dir nee, den das Haar. Ist auch so ein Phänomen, was man denkt, wieso kann ich denn, also das ist ja, das Beste, was man machen kann, ist sich ganz normal unter die Menschen zu mischen. Also ich sehe ja auch dann nicht so aus, wie ich jetzt aussehe. Nein, du hast einen Bart und absolut. Einen Hut. Ja. Na wirklich, man malt sich ja auch ganz anders an. Ja, wie malst du dich dann an? Ja, halt anders. Wie siehst du dann, wie siehst du dann aus? Nein, man sieht einfach nicht... also Kinder, witzigerweise, erkennen mich gut. Die haben wahrscheinlich so dieses kennen das Phänomen nicht geschminkt, ungeschminkt. Aber die meisten, die mich jetzt geschminkt sehen und dann ungeschminkt, sind dann doch etwas irritiert. Na, also jetzt nicht im Negativen. Das glaube ich nicht. Das stimmt doch nicht. Nein, aber ich sehe definitiv jünger aus. Na, ich kenne einige auch, verschiedene Spaß-Sketche von dir, wo du ungeschminkt fast noch besser aussiehst als geschminkt, wenn ich mir das erlauben darf. War das jetzt so ein MeToo-Ding? Nein, überhaupt nicht. Ich darf nur meine Begeisterung ausdrücken. Na darfst du. Aber ist das ein Masterplan von dir? Weißt du schon den Zeitpunkt, wann du aufhörst? Weil offensichtlich ist der Stern ja nicht am Sinken, sondern geht immer weiter rauf. Hast du ein Date für dich gesetzt, wo du sagst, okay, jetzt höre ich auf? Nein. 45, 50, 55, mit 60 kannst du das ja nicht mehr machen. Ja, also ich denke in der Form nicht mehr. Natürlich, da werde ich vielleicht 2, 3 Seile mehr brauchen, aber... Ansonsten, ich lasse auf mich zukommen. Also wirklich, ich habe mir keinen Masterplan. Aber das heißt, du musst du ja nicht irrsinnig viel trainieren? Musst du ununterbrochen, weiß ich nicht, von einem Salatblättchen? Also wann hast du das letzte Kohlenhydrat getroffen? Vor 2 Stunden. Also du hast einfach Gene, die dich immer so lassen, oder wie? Also man muss natürlich jetzt gerade im
Bezug auf die Show, die kommen wird im nächsten Jahr. Das ist natürlich nochmal eine Superlativen, die wir, ich will nicht sagen, dass wir sie brechen wollen, aber ich fordere mich schon auch gerne heraus. Und gerade nach dieser schönen, ruhigen Zeit, die ich genießen durfte, wird es jetzt auch Zeit, dass ich mich ein bisschen wieder fordere. Und darauf freue ich mich auch sehr. Aber ich muss jetzt nichts Abartiges dafür tun. Also ich muss wieder zurück in mein Sportprogramm und ich muss wahrscheinlich ein bisschen mehr Krafttraining machen. Was heißt das? Wie oft in der Woche Fitnesstraining? Ich muss es auf mich zukommen lassen. Ich weiß es tatsächlich noch gar nicht. Du bist völlig untrainiert, siehst du vor uns? Ich war wirklich richtig faul auch in letzter Zeit. Und München war für mich so ein Wake-up-Call, wo ich dachte, okay, das habe ich schon irgendwie jetzt gewuppt, die Show. Aber wenn ich dann noch weiter in den Lüften auch da hängen muss und selber mit meinen eigenen Kräften, da hänge ich ja jetzt an Seilen. Das ist jetzt, da musste mich jetzt keiner, also ich musste mich nicht selber an. Wie hast du am Anfang ausgesehen wie eine Ente in der Luft? Also wie so eine Flugente? Nein, aber das ist tatsächlich, das ist noch mal spezifisch. Warst du schon mal je dick? Nein, noch nie. Doch, ich war ein bisschen pummelig in meiner... Du warst pummelig? So mit 10, von 10 bis 13 würde ich jetzt mal sagen. Die Frage schneiden wir raus, ist heutzutage nicht mehr... Darf man doch fragen. Nein, dass so ein alter, weißer Mann sowas fragt. Du warst so mal pummelig. Gerade so ein pummeliger, runzeliger Mann sowas fragt, das will man nicht sehen im Fernsehen. Ich war von 10 bis 50 pummelig. Ist auch mal ein Schweinsbraten? Also gerade in Österreich, gell, die ganzen Mehlspeisen und so Spinatknödel und Speckknödel und die so, wirklich? Und Schnitzeln. Gutes, das wäre das Letzte, was ich gedacht hätte, dass du Speckknödel isst. Doch. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja das Geile an ihr, dass ich so, also man sieht ihr ja den Weltrang gar nicht an. Du bist ein leidenschaftliches Understatement, begleitet ja dein Leben. Ja, bei dir sind Helene Fischer isst atemlos Speckknödel. Die Konzerte sind, wenn es 100.000 Menschen sind, in 10 Minuten ausverkauft, aber du wirkst in Wahrheit auch, könntest auch eine Billerkassiererin sein. So, ja, aber das ist ja das Geile. Na, dieses überhaupt nicht abgehoben, gar keine Arroganz, verstehe ich gar nicht. An deiner Stelle wäre ich sehr arrogant und abgehoben. Ja. Ich könnte das nicht so nehmen. Du das bist ja schon jetzt toll. Schon arrogant. Ja, in meinem kleinen Leben. Aber es lebt sich so viel angenehmer und schöner. Und ich habe ehrlich gesagt nichts, was mich abheben lässt. Ich liebe einfach meinen Job, den mache ich dann. Und dann, wenn ich die Bühne verlasse, bin ich wirklich so wie ihr alle auch. Ist dein Mann nicht auch aus Hessen? Du bist doch auch in Hessen aufgewachsen, oder? Verstanden, ist er nicht auch hässlich? Nein! Nein! Entschuldige! Wieso auch? Also, nein, also entschuldige mal. Aus Hessen, ja. Ich kenne deinen Mann ungeschminkt. Ja. Nein, aber das heißt, ihr seid beide, du bist ja auch in Hessen aufgewachsen, oder? Zieht ihr euer Kind zweisprachig auf dann? Also sagen wir es mal so, ist, Hochdeutsch, ja. Ja, Gott sei Dank. 70 Konzerte im nächsten Jahr. Das war ja jetzt 2 Jahre Pause wegen Corona und so. Und du fährst du vor dieser Zahl 70 Konzerte. Wie viele Leute kommen da im Schnitt? Oh, das ist eine gute Frage. Also wir haben, wir spielen die größten Arenen Deutschlands, auch in Österreich sind wir natürlich, in Wien logischerweise wieder bei euch. Das sind, was passen da immer? Ja, so 20, 30? 30.000 im Schnitt. Entschuldigung, dann würde ich sagen im Schnitt 15. Oh, nur? Ich dachte mehr. Mein Manager wahrscheinlich wird dir die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Entschuldige mal, du trittst in Wien, trittst du, glaube ich, entweder ist das Stadthalle oder Happelstadion? Nee, Stadthalle. Ja, aber da trittst du dann 4-mal auf, das sind dann 100.000 Menschen. Mhm. Wäre es für dich nicht... Nee, sind sie. Nein, Stadthalle gehen 12.000 rein. Es sind, ja, aber es sind nur 50.000, okay. Ja, aber ich hab's aber dafür musst du 4-mal arbeiten. Ja, aber wäre es für dich nicht sinnvoll, dass man in jeder größeren Stadt irgendwie so ein Stadion baut, wo 1 Million Leute reinpassen? Ja, ja, man das kann nicht, muss ja nicht schon so seit oft Jahren tatsächlich, ja. Ja, aber man kann nicht das ganze Leben auf diesem Erdenrund auf Helene Fischer ausrichten. Ne? Sie muss sich auch hin und wieder fügen. Ja, mit... Naja, der Größe der Hallen, oder? Ja. Das muss man doch sagen. Was machst du eigentlich mit deinem Geld, liebe Helene? Naja, es sind ja schwierige Zeiten. Wie legt man es an? Heizen. Ja, so, genau, ja. Heizen. Ich zum Beispiel heize nur bis 19 Grad jetzt. Erfrierst du auch mittlerweile in deiner Wohnung, sag ich mal? Ja, man muss einfach clever bauen. Schön viel Holz. Ja. Nein, aber dann ist die Wärmeregulierung da auch schon von. Aber eine Stromrechnung, die 10-mal so hoch ist wie im vergangenen Jahr, juckt dich wenig.
Naja, ich krieg das schon auch mit. Also und mir tun natürlich die Menschen, also ganz ehrlich, deswegen weiß ich es ja umso mehr zu schätzen, wenn sie zu Konzerten kommen und sich da ganz genau aussuchen, wen sie besuchen. Das ist wirklich eine Ehre für mich, wenn sie nächstes Jahr genauso absolut zahlreich ist, wieder erscheinen. Also. Und das ist auch sehr klug von den Leuten, weil natürlich, das kann ich vielleicht auch den Menschen jetzt draußen mal sagen, wenn Ihnen sehr kalt zu Hause ist, gehen Sie zu einem Helene Fischer-Konzert, weil das ist so eng, Sie wärmen sich. Absolut. Man reibt sich an den anderen. Ja. Ich glaube aber, dein Name ist mittlerweile so groß, dass es überhaupt keinen Karrieresprung nach unten mehr geben kann. Natürlich nicht. Oder? Nein. Das ist einfach nicht mehr möglich, außer es kommen jetzt irgendwelche Drogenskandale oder sowas. Ja, dann kommen andere Leute ins Publikum. Dann ist endlich Marco Pogo. Ja, ist Marco Pogo, ja. Nein, aber du bist, ich meine, du bist so wie, weiß ich nicht, David Bowie, Rolling Stones, Beatles, sowas in dieser Kategorie. Kann man das überhaupt begreifen oder darf man darüber überhaupt nicht nachdenken? So ist es. Man sollte da besser nicht drüber nachdenken. Und du, das sind immer dann so Superlativen, wenn ich das so höre, möchte ich schon fast wirklich mit der Stimme weg. Ja, also ich sehe das dann auch tatsächlich so gar nicht. Also, ich freue mich da einfach, wenn ihr Spaß habt, dann bin ich glücklich. Also, ja, das freut mich auch sehr. Singst du beim Wickeln eigentlich, wenn du wickelst? Ist schon wieder so eine private Frage. Nein, das darf man, ist das zu natürlich privat? Natürlich singe ich, ja klar. Ja? Was singst du beim Wickeln? Ich habe immer Arbeiterlieder gesungen früher. Auch gut, ja. So fliegt du flammende, eine rote Fahne. Dass ich tatsächlich sehr wenig, oder wenig Erfahrung noch in Kinderliedern habe. Das wäre für mich so der nächste Step, vielleicht auch was Eigenes zu machen in dieser Richtung. Ja. Ich habe gehört, dass du, ich glaube Conchita hat das irgendwie angeregt und du warst gar nicht abgeneigt, mit Conchita Wurst eventuell ein Duett aufzunehmen. Ist das noch aufrecht? Ich habe ja dann im Nachhinein, wir haben darüber tatsächlich in meinem Team haben wir noch gesprochen, habe ich gesagt, ich habe die doch schon mal eingeladen in meine Show. So, und da ist irgendwas gewesen, was nicht geklappt hat. Also von daher, das ist nach wie vor, ja, gerne, klar. Ja, also das ist schon eine Person, die dir Respekt abbringt. Hast du den Grand Prix-Sieg verfolgt? Ja, also ich mag einfach die Art und Weise, wie sie sich dann auch artikuliert und wie, das ist einfach eine clevere Person einfach. Absolut, ja, das ist ja gar nicht so unähnlich wie bei dir. Conchita ist auch eine, die in wahnsinniger, weniger Publikum als du natürlich, aber auch ein Weltstar, der aber völlig am Boden geblieben ist. Ne? Das stimmt, ja. Und das merkt man direkt in den Gesprächen dann auch. Ja, Aber ist es bei dir so, dass du dir denkst, okay, im deutschsprachigen Raum, mehr geht nicht. Du bist, hast irgendwann mal, ich weiß nicht, wie man das nennt, den Triple quasi geworden, wo du in allen drei Ländern gleichzeitig auf Platz 1 warst, was es überhaupt noch nie gab. Ist das dann nicht ein zu kleiner Sprachraum inzwischen für dich? Musst du nicht, weiß ich nicht, zumindest nach Holland? Nein, aber ein Traum von dir ist schon Las Vegas, oder? Ist das wirklich ein Traum? Oder war das ja, also meine Prioritäten haben sich tatsächlich ein bisschen verschoben. Es ist nach wie vor natürlich, der Gedanke ist ein Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, diese Show, die man jetzt ja auch kreiert, wieder gemeinsam mit dem Cirque du Soleil, das könnte man auch ja in Vegas spielen. Das ist so ein Wahn- und Traumgedanke, aber ob ich dem jetzt so nachgehen muss, mittlerweile stelle ich das auch tatsächlich ein bisschen in Frage, weil einfach so viel Schönes noch in meinem Privatleben passiert und man das ja auch ein bisschen genießen möchte. Also wir werden sehen. Ich ist jetzt nichts, was in näherer Zukunft geplant ist. Ich habe also das Gefühl, du bist gerade eine sehr glückliche Frau. Dir geht's extrem gut. Kann das sein? Ja, total. Cool. Ja. Ich wünschte, ich könnte das auch von mir sagen. Dass du eine glückliche Frau bist. Ja, kannst du nicht. Ja. Es gibt Pfarrer und es gibt Frauen und auch Frauen. Und Helene, spielt Literatur jetzt wahrscheinlich, weil die Tochter auf der Welt ist, weniger. Aber gibt es in den Momenten im Hotelzimmer, wenn du nach einem umjubelten Konzert ins Hotelzimmer fällst, sozusagen eine Zeit, wo du denkst, ich schlage jetzt mal ein gutes Buch auf, kommt das vor oder bist du so erschöpft, dass du sofort einschläfst? Ja, auch das hat sich sehr verändert, muss ich sagen. Also ich habe früher immer ein Buch gebraucht, um einzuschlafen. Ich habe das geliebt, um einfach so ein bisschen runterzufahren. Mittlerweile gehen die Augen einfach nur noch zu und ich bin innerhalb von 2 Sekunden weg. Wirklich? Ja. Das heißt, verfügst du über einen guten Schlaf? Ja, mittlerweile. Früher ging mir ewig noch kreisten die Gedanken und ich musste das ist jetzt tatsächlich fast ein Geschenk, weil man ja weiß, in ein paar Stunden geht's wieder, wieder aufstehen. Das Allerbeste, viel besser als jede Schlaftablette ein kleines Kind haben, ja, oder? Das stimmt, ja. Funktioniert deutlich besser, ja.